Jo, und willkommen auf dem Kanal des Edeljobbers. Ich bin der Björn. Ich begrüße euch aus Oberhausen. Hinter mir ist die Turbinenhalle. Dort hinten ist der Kulttempel, wo wir letztes Mal bei Wrestling Kult waren. Und wir besuchen beide Städte heute nicht. Nein, wir gehen hier ums Eck in Steffi, denn dort findet heute der Abschied von Axel Dieter Junior statt, der ja bekanntermaßen ja, die WXW jetzt heute damit verlässt, ab ins Ausland geht. Ihr wisst vermutlich alle, wo es hingeht, Richtung NXT, Richtung WWE. Und ja, heute die große Verabschiedung. So, ich bin jetzt in Steffi angekommen. Früher wurde hier unter anderem 16 Grad Gold ausgetragen. Und ich muss sagen, die Location ist echt cool. Ich drehe mich da einmal im Kreis. Da könnt ihr hinter mir auch den Ring sehen. Nee, ich muss sagen, Location echt top. Wenn man überlegt, dass wir jetzt hier im Umkreis haben, Turbinenhalle 1, Turbinenhalle 2, den Kulttempel, wo wir letztes Mal waren, und jetzt hier das Steffi. Top Veranstaltungsorte innerhalb von 500 Meter. So viele auf einem einzigen Gebiet. Wäre mir in Deutschland nicht bekannt. Ich muss sagen, Halle gefällt mir sehr gut. Mal gucken, was uns jetzt erwartet. Keine Matchcard. Wir haben keine Ahnung, was alles auf dem Plan steht. Aber es wird auf jeden Fall gut, das weiß ich jetzt schon. Mal schauen, bis gleich. So, jetzt stehe ich gerade hier in der Pause des Events. Ja. Der gute Marc ist bei mir. Marc Syndicate kennt ihr vielleicht aus dem Twitch-Chat. Ein Edelviewer, so wie es sich gehört, ne? Ein ganz braver Junge. Einmal, heute Abschied von Axel Dieter Junior. Du schaust ja schon ein bisschen länger als ich die WXW. Ja. Wenn du so zurückdenkst, was ist denn dein Moment mit Axel Dieter Junior, den du erlebt hast? Was war das Geilste, was du gesehen hast von ihm? Oder geilste Match oder geilste Moment? Das geilste Match, da muss ich mal kurz überlegen. Das war, ich glaube, das war November 2014. Das war Fan Appreciation Night. Und ja, super technisches Match. Und ja, Axel, einer meiner Favorites, auch als Face, als auch hier. Ja, kann man nichts Schlechtes sagen. Und in NXT wird er auf jeden Fall rocken. Ja, das Standing von Axel war ja hier in Oberhausen nicht immer das leichteste, sag ich mal so. Ne? Also als ich Axel Dieter mitbekommen habe, war er ja nicht so beliebt. Sein Heel-Turn fand ich übrigens mit so mit dem Moment überhaupt halt so. Ja? Und was glaubst du, was Axel denn bei NXT erreichen kann? Glaubst du, er kommt wieder eine große Nummer? Ja, oder? Also wenn er auf jeden Fall, wenn er noch ein bisschen an seiner Sprache und noch mal Gestik arbeitet, obwohl seine Gestik mega gut ist, kann er auf jeden Fall was bringen. Er muss halt eben irgendwie sein Ring-Outfit anpassen ein bisschen, aber sonst, der wird auf jeden Fall Mid-Card bis Upper-Card-Titel gewinnen. Deine Prediction, wie wird Axel heißen bei NXT?
Nennen wir ihn Wolfgang? Ah, den haben wir schon, ne? Wolfgang haben wir noch nicht. Dann haben wir halt, nennen wir einfach nur Axel, oder? Schauen wir mal. Ja, okay. Heute, am heutigen Tag, das Event. Obwohl Axel Dieter kann man eigentlich schon sagen, wenn sie seinen Vater schon auf www.com anerkannt haben. Haben sie das, ja? Ja. Oh, das ist cool, das ist cool. Axel Dieter. Heutiger Abend, bis jetzt bis zur Pause, was hat dir am besten gefallen? Ganz klar, das Tag Team Match A4 gegen Scotty Sexton und Falten Müller gegen zwei Academy Students. Und die haben es auf jeden Fall. Die haben bis jetzt das beste Match gemacht. Obwohl ich es auch gut finde, dass Axel sich gegen Francis Caspin hingelegt hat. Ja, das fand ich auch extrem gut. So muss man neue Talente aufbauen, so gehört sich das. Und vielleicht sprechen wir es nachher schon nochmal. Wir sehen uns. Dir viel Spaß auf jeden Fall. Danke. Danke.
Dann sage ich nicht tschüss. Und dann sage ich auf Wiedersehen. Ich werde mir jetzt erstmal ein paar Stimmen einfangen gehen, und zwar von ein paar Leuten, die ich hier kenne, und mal fragen, was die so mit Axel Dieter Junior verbinden, wie die heute Veranstaltung gefunden haben. Mal schauen, wem ich so vors Mikrofon bekomme. Okay. Hey, yo, ich stehe gerade hier zusammen mit dem Francis, ein Edelfan der WXW, der Superfan. Superfan, ja, hört sich besser an. Quasi auch ganz, ganz viele Veranstaltungen vor Ort. Mhm. Du hast Axel Dieter schon ganz oft live gesehen. Ja. Was war denn dein größter Moment mit Axel Dieter Junior? Da ist sehr viele Momente eigentlich, aber wenn ich was von uns, dann sagen, der Gewinn des Unified World Wrestling Championships. Auch wenn es eine andere, weiß mal, ein bisschen kurzweilig kam, aber das war, musste mein das größte Moment sein, wo ich war. Zusammen mit dem Weg auf den Heel-Turn. Wie hast denn du die Face-Seite gesehen von Axel Dieter Junior? Die was? Die Face-Seite von Axel Dieter Junior. Zusammen mit Hot and Spice. Wie fandest du die denn? Großartig eigentlich. Großartig. Ja, also, aber ich bin ja so einer, ich bin schon traditionell, ich bejubel die Faces und ruhe die Heels aus, deswegen. Okay. Das war die Frage gewesen, oder? Willst du Axel vermissen? Ja, definitiv, klar. Definitiv. Dann hoffen wir mal, dass er sich bei NXT durchsetzt, oder? Hoffen wir mal. Er wird sich definitiv durchsetzen, ich bin sicher. Okay, vielen Dank dir. Okay. So, ich stehe gerade zusammen hier mit Olaf Bleich und Tim Petrowski. Olaf Bleich von headlock.de und Tim von GF The Talk. Zwei Seiten, wo ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen solltet. Headlock.de macht unter anderem WWE, Podcast, genau. Aber auch im deutschen Bereich seid ihr aktiv. Ne? Genau, wir machen auch gerade, was Videos angeht, viel mit WXW zusammen. Und ich mache auch die Conversations auf WXW. Ich sagen, wer WXW, da mal reinschauen. Wer WXW Now abonniert hat, wird den Olaf kennen. Und Tim, du bei GF The Talk, ja, einer meiner Lieblingspodcasts, muss ich quasi sagen. Gerade jetzt, wo ich mich ja mit deutschem Wrestling mehr beschäftige, müsst ihr da auch hier vorbeischauen. Extrem tolle Interviews auch dabei mit deutschen Wrestling Promotions und Wrestlern selber, und großes Lob dafür, Marc. Der beste Gast war bis jetzt nur ein einziges Mal zu Gast, aber vielleicht kriegen wir es ja nochmal hin. Diese Ivan Kiew-Geschichte auch mit dir und so, ne? Das ja. ist eine schwierige Nummer, glaube ich. Auch, ne? Da hat ihm wehgetan. Da ist gerade eine Fehde am Start. Ivan Kiew behauptet einfach, dass er der Number One Jobber Deutschlands sei. Das kann ich natürlich nicht so ganz auf mich stehen lassen. Jetzt waren wir heute mal Axel Dieters Verabschiedung. Axel geht nach Amerika.
denke, wir wissen alle quasi, wo er hingeht, auch wenn wir es noch nicht aussprechen dürfen, mehr oder weniger. Ja, oder CZW. Das glaube ich. Ja, also. Ja, tut einmal durch die Indies, ne? Ich glaube auch Ring of Honor hat Interesse. Ja, ja, ja. Zusammen mit Bad Bones habe ich gehört. Ja, ja. Ich glaube, vielleicht auch, oder? Man weiß es nicht. Ja, ja. Jetzt eine Frage an euch beiden. Ihr verfolgt das deutsche Wrestling auch schon viel, viel länger als ich und ihr habt viel, viel mehr live gesehen und alles. Was war denn eure, für euch beiden das größte Moment, den ihr zusammen mit Axel Dieter Junior hattet? Was den ihr erleben durftet? Ja, der eine ist nicht jugendfrei. Nein, Spaß beiseite. Nein, natürlich, mit Axel Dieter Junior kann man erstmal Spaß haben, wenn man eben on the road unterwegs ist. Das Glück hatte ich des Öfteren, das sein zu dürfen. Ne? Der ist halt immer gut drauf, ne? Das ist halt manchmal schwierig. Dann lieber mal mies gelaunt, der ist immer gut drauf. Nein, absolut guter Junge. Und Hamburg City, ne? Ist bei mir immer ein großes Stichwort, auch bei GF der Talk. Und das Match gegen die Outside, das hat sicherlich heute schon der ein oder andere genannt. Oder sind Sie hier die Einzigen? Da seid ihr leider gesagt die Einzigen. Die meisten sind wahrscheinlich dabei. Oder reisen nicht so viel wie ich. Ja, also Hamburg ist ja nicht von mir so weit. Insofern, das war ein super Match und das hat auch, glaube ich, definiert, dass Hot & Spicy ja auch diese Stellung hatte bei WXW, die sie dann da hatten. Ne? Bei mir ist es gar nicht unbedingt nur ein Moment, sondern ich liebe das Karat 2016 allein für die Publikumsreaktionen auf Axel Dieter Junior. Das war der Moment, meine allererste WXW-Veranstaltung und als Axel dort rauskam und die Axel Zina Junior rumkam, ja. Ich habe direkt gesagt, boah, der hat irgendwas hat der. Ja. Ich weiß nicht, was es war, aber ich habe direkt gesagt, also von den Leuten, die ich bisher hier gesehen habe, war das einer von den Leuten, wo ich dachte, okay, der kann den Durchbruch schaffen. Genau. Sollen wir mal provokant sagen, die haben ihm sogar geholfen, diese Chance? Ja, nur ein bisschen. So nur ein bisschen. Nur ein ganz klein bisschen, oder? Nein, aber das war einfach, wer solche Publikumsreaktionen sieht, da weißt du genau, aus dem kann was Großes werden. Und das war ja auch bei ihm war es ja auch eine Entwicklung, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, also noch vor vielen Jahren, also wie lange war er jetzt dabei? 5 Jahre war er dabei. Am Anfang war das eher verhalten und diese große Charaktere, die er hinterher verkörpert hat, die hat sich erst daraus entwickelt. Das war ein langer Plan, das hat funktioniert und das Karat 2016 war der Anfang von dem, was dann hinterher mit dem Titelgewinn zum Beispiel kam. Unfassbare Reaktion, es hat wunderbar viel Spaß gemacht, ja, da im Karat zu sitzen. Und er hat allein mit diesen Reaktionen das Karat 2016 geprägt und wer ein ganzes Karat prägt. Das und er hat es nicht gewonnen. Leider nicht, ne? Gewonnen. Ja, er hat sich gewonnen. Zweimal Finale oder dreimal? Zweimal Finale. Ne? Leider nicht gewonnen, aber das kann er ja vielleicht dann in 10 Jahren nachholen, wenn er dann zurückkommt. Mit dem großen Erfahrung aus. Ja, Leverkusen kann halt aus der Bundesliga nicht rausgehen. Die haben ein großes Problem. Axel kann da halt woanders hingehen. Ja. Ne? Ja, dann danke euch für eure Meinung. Wie gesagt, Jungs, schaut mal auf headlock.de vorbei. Schaut mal bei gftalk.de. Ja, gftalk.de. gftalk.de. Schaut mal vorbei. Dankeschön. Und wir sehen uns dann am 12. oder 13. in Köln. 13. In Oberhausen. Leider kein Freitag, ein Samstag, aber hoffentlich super Veranstaltung. Genau, Lucha Underground und so. Haut rein! So, da bin ich jetzt wieder an meinem schönen Auto angekommen. Ich hoffe, das kleine Baby bringt mich jetzt wieder zuverlässig nach Hause. Und ja, wird das schon machen. Das Event ist vorbei. Am Ende wirklich, ja, sehr emotional, muss ich sagen. Ich musste mir fast das ein oder andere Tränchen echt verdrücken. Und ja, war wirklich extrem cool, die Veranstaltung. War mal was anderes als sonst. Alles an der viel lockeren Atmosphäre. Und nicht ganz so bierernst, wie man so ganz gerne sagen möchte. Ich meine, das ist ja Wrestling eh nicht ganz, aber war ja heute mal abseits von den Storylines und Co. Mir hat es extrem gut gefallen und der Abschied war wirklich emotional am Ende. Die Worte von Axel Dieter, wirklich, ja, da hat man einfach gemerkt, dass es auf meinem Herzen kommt, was er da rausgehauen hat und extrem cool. Und ich meine, Axel wird das jetzt niemals sehen oder so halt, aber falls dann doch per Zufall, möchte ich einfach mal sagen, Axel, ich durfte dich zwar jetzt nur 1,5 Jahre quasi begleiten, weil ich halt vorher leider das deutsche Wrestling nicht so angeguckt habe. Aber in der Zeit muss ich sagen, ja, hat mir extrem viel Spaß gemacht. Hast du mir extrem viel Spaß bereitet. Ich durfte extrem coole Matches mit dir erleben, extrem coole Momente. Und als ich Karat 2016 da hinten in der Turbinenhalle dich zum allerersten Mal rauskommen sehen habe, habe ich direkt gedacht so, wow. Und ich habe zu meinem Kollegen gesagt, wow, irgendwas hat der. Irgendwas hat er, da habe ich dich noch keinem Tour Wrestling sehen und das kannst du ja auch sehr, sehr gut. Der Ringkampf, den beherrschst du einfach und vielen, vielen Dank dir auf jeden Fall für ja, die 1,5 Jahre, die du mich unterhalten hast und alles Gute in Übersee und du wirst deinen Weg dort auf jeden Fall gehen. Und ja, das soll es dann hier von dem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen und wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder, denn dann bin ich wieder hier in Oberhausen und dann gucken wir uns Superstars of Wrestling an. Bis demnächst, haut rein, ciao, ciao.